Hallo, liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich meine Neuzugänge für den Monat April für euch. Aber bevor wir loslegen, wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ihr wisst ja, ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. So, jetzt soll es aber losgehen. Wie gesagt, Neuzugänge April 2021. Ich bin im April, ich muss es gestehen, dem Sale verfallen. Also ich bestelle schon seit etlichen Jahren ab und zu bei Bücher.de und die haben jetzt seit einiger Zeit auch einen Sale und da bin ich vorbeigegangen sozusagen und habe reingeschaut, was die alles haben. Und da waren ein paar Bücher, die ich richtig gerne haben wollte, auch schon einige ein bisschen länger. Und habe die da günstig bekommen und die stelle ich euch jetzt vor. So, das erste Buch, das die in diesem Sale hatten, ist ein Buch, das im Fischer Verlag erschienen ist. Es ist ein Hardcover von John Ironmonger und heißt Der Wal und das Ende der Welt. Also etliche Leute haben das Buch ja schon gelesen. Ich wollte es auch ganz gerne haben. Aber wie gesagt, neu kostet das Buch 22 Euro und das ist ja auch schon einiges an Geld. Ich habe es jetzt für 8,49 Euro bekommen und ich muss sagen, das Buch ist in einem Top-Zustand. Es ist lediglich hier unten eine kleine Delle und der Mängelexemplarstempel, aber ansonsten ist es wie neu. Ja, in dieser Geschichte geht es um ein Fischerdörfchen in St. Piran, das liegt in Cornwall. Und eines Tages retten die Dorfbewohner einen Mann aus dem Wasser und etwas später strandet dann auch noch ein Wal. Was die Leute in dem Dörfchen nicht wissen, dass ja, dieser Mann vorher in London gelebt hat und auf der Flucht ist, weil er irgendwas ja, gemacht hat, was die Zivilisation echt ja, in Schwierigkeiten bringen kann. Und man weiß ja, alles hängt irgendwo auf der Welt zusammen, alles ist irgendwo ein Kreislauf. Und ja, was er angestellt hat, werde ich dann erfahren. Ich habe mir einige Rezensionen angeguckt und alle Leute waren bisher begeistert. Es hat auch irgendwo was mit Umwelt zu tun und ich bin richtig gespannt auf die Geschichte. Hinten drauf steht auch noch ein kleiner Ort in Cornwall und eine große Geschichte über die Menschlichkeit. Dieses Buch gibt einem den Glauben an die Menschheit zurück. Das sagt die Elle. Ja, ich bin gespannt und hoffe, eine tolle Geschichte dort zu entdecken. Dann habe ich vor ein paar Monaten auf dem Kanal von Sarah Sophie, die ich auch sehr gerne schaue, ein Buch entdeckt, wo sie total begeistert von war. Es ist im Piper Verlag erschienen, ist von William Kent Krüger und heißt Für eine kurze Zeit waren wir glücklich. Ein tolles Cover und dieses Buch kostet neu auch 22 Euro. Ich habe es jetzt bekommen für 5,99 Euro. Und ich finde, das ist doch mal ein super Preis. Das Buch ist auch in einem Top-Zustand. Außer ein bisschen eingedrückten ja, Mustern hier, hat es nur den Mängelexemplarstempel. Und ansonsten ist das Buch wie neu. Diese Geschichte in diesem Buch, die spielt 1961. Zwei Jungen, ja. Und zwar ist das der 13-jährige Frank und sein Bruder Jake. Die finden eines Tages eine Leiche. Und die sind erstmal bei ihren Kameraden und Kollegen ja, richtig im Ansehen aufgestiegen. Sie sind stolz, dass sie eine Leiche gefunden haben. Aber irgendwie bringt ihnen diese Leiche kein Glück, denn von da an geht es in diesem ja, Buch nur noch um Tod und Vermissen und ja. Denn nach diesen Toten verschwindet plötzlich ihre Schwester und die beiden bekommen natürlich auch noch mit, wie die Ehe der Eltern aufgrund des Verlustes der Tochter immer mehr ja, in Abgründe fallen und man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Ehe auseinanderbricht.
Und die beiden merken zum ersten Mal in ihrem Leben, was es bedeutet, eine Familie zu haben und sich auf den anderen verlassen zu können und dass man eben auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten muss. Sarah Sophie hat gesagt, dass es ein unglaublich wundervoll erzähltes Buch ist. Die Sprache wäre toll, aber auch diese beiden Jungs wären richtig klasse. Ja, ich freue mich, denn eine Zeit lang konnte man dieses Buch überhaupt nirgendwo mehr bekommen. Und ich bin so froh, dass ich jetzt noch einer der letzten Mängelexemplare sozusagen bekommen habe und freue mich auch auf dieses Buch. Ich habe übrigens für dieses Buch auch 5,99 Euro bezahlt. Ja, und während des Stöberns bin ich dann auf ein Buch gestoßen, wo ich sofort gedacht habe, oh, das ist wieder was für mich. Es ist im Pendo Verlag erschienen von Silvia Montemurro und heißt Das Haus der Schmetterlinge. Auch dieses Buch kostete neu 20 Euro in einem Top-Zustand. Außer dem Mängelexemplarstempel ist nichts an dem Buch. Hier unten sind wohl so ein paar leicht graue Striche gezogen, die sehen aus, als hätte man sie mit einem Lineal gezogen, aber ansonsten ist an dem Buch nichts. Ich bin total begeistert, ihr wisst ja, Häuser und ich, das ist so eine Sache und ich freue mich schon richtig auf dieses Buch, denn in diesem Buch geht es um die Biologin Anita, die arbeitet in Köln und erlebt eine traumatische Sache. Und sie möchte sich gerne zurückziehen und in Ruhe das alles verdauen. Und somit fährt sie nach Italien zu dem Familiensitz ihrer Großmutter Lucrezia. Und dieser Familiensitz, den nennen alle die Schmetterlingsvilla. Als sie dort ist, stößt sie ja auf ein Foto von ihrer Großmutter mit einem kleinen Mädchen. Und sie fragt ihre Mutter, Margherita, und spricht sie drauf an. Und die scheint auch zu wissen, wer das ist, aber sie rückt nicht mit der Sprache raus. Und erst als sie das Tagebuch ihrer Großmutter liest, kommt ein Familiengeheimnis zutage. Und seine Schatten oder diese Schatten dieser Geschichte reichen bis in die Gegenwart rein. Also das klingt wieder für mich wie ein Buch für mich gemacht. Ein Familiengeheimnis. Das Ganze spielt auch noch in Italien und Deutschland. Und es geht wieder mal auch um ein Haus. Und ich bin begeistert. Ich freue mich riesig auf dieses Buch. Das Buch hat, wie gesagt, 20 Euro gekostet. Ich habe es für 5,99 Euro erhalten. Also ich finde, ein richtig toller Glücksgriff. So, dann habe ich festgestellt, dass es noch im Diogenes Verlag auch zwei Bücher gab, die im Sale waren. Und ich mag die Bücher vom Diogenes Verlag. Ich habe die seit einiger Zeit für mich entdeckt und so nach und nach versuche ich, das ein oder andere Buch zu kriegen, weil es ist ja auch oft schwer, dass man die gebundenen Bücher irgendwann gar nicht mehr kriegt. Das ist ein Buch von Ian McEwan und heißt Die Nussschale. Das ist auch ein ganz interessantes Buch, denn in diesem Buch geht es um eine Dreiecksgeschichte. Es geht um einen Mann, eine Frau und eben noch einen Liebhaber. Und das Ganze passiert alles vor den Augen eines Kindes. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Trudi. Trudi betrügt ihren Ehemann und das tut sie ja, mit dem Bruder des Ehemanns. Und die beiden schmieden einen Plan. Aber ja, das Ganze wird beobachtet von einem Kind, denn Trudi ist schwanger. Und diese Geschichte ist aus einer ganz anderen Perspektive geschrieben und ich bin gespannt, wie der Autor das umsetzt. Also ja, er ist ja ein großer Erzähler in englischer Sprache und hinten drauf steht auch ein kluger, witziger und äußerst fesselnder Roman von Michiko Kakutani und aus der New York Times. Und es steht drauf, von List und Leidenschaft, Verrat und Mord. Eine klassische Konstellation. Der Vater, die Mutter und der Liebhaber. Und das Kind, vor dessen Augen sich das Drama entfaltet. Aber so, wie Ian McEwan sie erzählt,
hat man diese elementare Geschichte noch nie gehört. Verblüffend, verstörend, fesselnd, philosophisch. Eine literarische Tour de France von einem der größten Erzähler englischer Sprache. Also das scheint ja mal ein Roman zu sein, der wirklich interessant wird, weil er eben ja aus einer ganz anderen Sicht geschrieben wird. Ich bin gespannt. Das Buch kostet normalerweise 22 Euro. Ich habe es auch für 5,99 Euro bekommen. Und ja, bin überglücklich. Und als letztes aus dem Bücher.de-Sale habe ich noch von Ingrid Noll ein Buch gefunden. Das heißt Halali und ist auch in einem Top-Zustand. Außer dem Mängelexemplarstempel ist an diesem Buch nichts dran. Ich bin richtig begeistert. Ich habe es auch für 5,99 wie gesagt bekommen, kostet sonst 22 Euro. So, und in dieser Geschichte, die spielt ja auch so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube in den 50er Jahren. Und die beiden Hauptprotagonisten sind zwei Frauen, nämlich Karin und Holda. Karin und Holda sind Arbeitskollegen, sie arbeiten im selben Büro zusammen und auch ihre Freizeit verbringen sie recht oft zusammen. Sie sind natürlich auf Männerjagd und ja, es ist halt immer nicht so einfach, in der Nachkriegszeit einen vernünftigen Mann zu finden. Und dieses Sekretärinnen-Dasein, das nennen sie Halali, das wird zum Abenteuer. Denn eines Tages stehen sie, ich weiß nicht, wie man das so schön aussieht, haben sie nicht nur tote Briefkästen, steht hier, sondern auch tote Agenten. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es einfach nichts anderes, als auch hinterher zu spionieren. Und somit ist deren grauer Alltag vorbei, aber wehe dem, der ins Visier gerät. Also das ist eine Mischung aus Kriminalkomödie und Agentenroman. Und wie gesagt, das Ganze spielt in den 50er Jahren. Ich bin gespannt. Und ich habe schon von vielen gehört, dass Ingrid Noll richtig gut schreiben soll. Die Anna von dem Kanal Made by Anna schwärmt ja in den höchsten Tönen von Ingrid Noll. Und ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ja Leute, vom Büchersale bei Bücher.de kann man sagen, hätte ich für diese Bücher, die ich euch gerade vorgestellt habe, 108 Euro bezahlt, wenn ich sie offiziell zum normalen Preis gekauft habe. Ich habe das Ganze für 32 Euro gekriegt und ich sage euch, ich finde, das ist ein richtig guter Schnitt. So, dann bin ich noch bei Rebuy vorbeigestöbert. Denn auch bei Rebuy gibt es ja günstig Bücher und auch da habe ich richtig gut geshoppt. Ja, und billig natürlich. Ich wollte schon seit langem von Judy Picoult dieses Buch haben, Die Spuren meiner Mutter. Ich habe vor einiger Zeit Judy Picoult für mich entdeckt und alle Bücher, die mich interessieren von ihr, die versuche ich so nach und nach zu bekommen. Ich wollte aber auch dieses Buch gerne als Hardcover haben, weil ich ihre anderen Bücher bisher auch im Hardcover habe. Nur es war ganz oft ausverkauft, nicht mehr da oder nicht zu bekommen. Und ich bin ganz glücklich. Dieses Buch kostet, glaube ich, nochmal auch 20 Euro. Und ich habe es für 1,79 Euro bekommen. Und auch dieses Buch ist in einem guten Zustand. Man sieht, es ist schon gelesen, aber ansonsten, es hat keine Leserillen und es sieht recht gut aus. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht die 13-jährige Jenna. Jenna lebt seit 10 Jahren bei ihrer Großmutter, denn ihre Mutter ist eines Tages spurlos verschwunden. Ihre Mutter ist, ich glaube, Biologin gewesen und sie hat in einem Elefantenreservat gearbeitet und hat das Verhalten von Elefanten studiert, ganz speziell, wie die Elefanten irgendwie ihre Träume verarbeiten. Und es ist ein Unfall passiert, bei dem jemand ums Leben gekommen ist und ihre Mutter spurlos verschwunden ist. Aber Jenna glaubt nicht daran, dass ihre Mutter sie so einfach heimlich und klanglos verlassen hat
und sie wendet sich an eine Wahrsagerin. Die Wahrsagerin ist überhaupt nicht begeistert und sie will auch im Grunde genommen gar nicht Jenna helfen. Aber Jenna bettelt und bettelt und irgendwann lässt sie sich dann doch überreden und sagt zu. Was Jenna natürlich nicht weiß, dass diese Wahrsagerin vor vielen Jahren als Medium für die Polizei gearbeitet hat. Nur einige Fälle sind schief gelaufen oder ihre Informationen waren nicht richtig. Und seitdem, ja, glaubt sie nicht mehr an sich und ihre Gabe und hat das so gesehen aufgegeben. Sie werden begleitet von einem abgewrackten Privatdetektiv und die drei begeben sich auf ein spannendes Abenteuer. Und zu Hilfe nehmen können sie die alten Unterlagen der Polizei, das Tagebuch von Annas Mutter Alice und natürlich die Wahrsager. Also das scheint eine richtig tolle Geschichte wieder zu sein. Julie Picouls Geschichten sind ja immer ja, sehr besonders und haben interessante Themen. Und ich bin auch sowas von gespannt auf dieses Buch. Hinten drauf steht, die heimlichen Helden des Romans sind die Elefanten. Sie sind so vielschichtig wie die Menschen und machen diese Spurensuche unvergesslich und ergreifend. Ja, ich freue mich auf dieses Buch und ich hoffe mal, dass ich mal wieder nicht enttäuscht werde, weil bisher habe ich die Bücher, die ich von ihr gelesen habe, richtig klasse gefunden und die haben mir alle viel gegeben. Ja, dann habe ich weiter geschaut und ich habe ein super dünnes Büchlein für mich gefunden, nämlich von Amélie Nothomb. Ich will schon ganz lange was von Amélie Nothomb lesen, weil ich wissen möchte, ob das was für mich ist. Die Anja von den Book Friends Forever, die schwärmt ja in den höchsten Tönen von Amélie Nothomb und sagt auch, dass ihre Geschichten was ganz Besonderes sind. Und ich habe mal eins gefunden, das ist der japanische Verlobte. Neu kostet dieses Buch, glaube ich, so um die 9 Euro oder hat um die 9 Euro gekostet. Ich habe es für 2,99 Euro bekommen. Und ich weiß noch gar nicht so ganz, was da eigentlich auf mich zukommt. Tatsache ist, dass Amélie Nothomb 2 Jahre lang in Tokio gelebt hat. Sie ist als Kind viel auf Reisen gewesen, denn ihr Vater war oder ist Diplomat. Und hat dadurch viel gesehen. Und gerade Japan hat sie wohl sehr fasziniert und hat sie auch literarisch sehr gefordert. Und ich bin gespannt, ja, was es in diesem Buch, was das für eine Geschichte ist. Und vor allen Dingen, ob Amélie Nothomb mich begeistern kann. Ihre Sprache und ja. Es ist ein kleines Buch. Es hat auch nicht viele Seiten, gerade mal über 160. Ich glaube, das kann man ganz schnell lesen. Und ich freue mich auf das Buch und bin gespannt, was diese Geschichte für mich bereithält. Dann habe ich noch eine andere Autorin mir ausgesucht, von der ich schon ganz lange was lesen will, weil ich schon von ganz vielen mittlerweile gehört habe, dass sie unglaublich gut schreiben soll. Es ist auch eine Japanerin und zwar die Banana Yoshimoto und ich habe mir einmal das Buch Amrita ausgesucht. Das habe ich für 1,39 Euro bekommen. Das ist wie gesagt auch im Diogenes Verlag, genauso wie das Buch von Amélie Nothomb. Es ist nicht mehr das allerbeste Buch, es ist hier schon ziemlich kaputt und auch hier unten. Aber ich denke mal, um eine Autorin kennenzulernen, ist es allemal gut genug. Auch hier weiß ich nicht so ganz, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass es in diesem Buch darum geht, dass ja, eine Familie nur durch die Trauer um einen geliebten Menschen praktisch zusammengehalten wird. Und dass es um Selbstfindung geht, um Glück und um ja, eine Hommage an das Leben. Sie soll sehr gut schreiben und vor ein paar Jahren ist ein richtiger Boom ausgebrochen um Banana Yoshimoto. Ihr erster Roman, ich weiß gar nicht, ob sie erster war oder der erste, der in Deutschland rausgekommen ist, und zwar Kitchen. Der hat so einen richtigen Kult in Bewegung gesetzt und alle sagen, dass sie unglaublich gut schreiben soll. Wie gesagt, ich bin gespannt.
Ich habe auch noch ein zweites, ganz dünnes Büchlein von Banana Yoshimoto gefunden. Das heißt Tsugumi. Und das Buch hat ja neu auch mal, ich glaube, 12 Euro gekostet. Und ich habe 1,79 dafür bezahlt. Das Buch ist auch soweit in Ordnung. Es hat wohl mal einen kleinen Wasserschaden gehabt. Das merkt man an dem Umschlag. Der ist in der Innenseite ein bisschen blau gefärbt. Aber ansonsten sieht man das gar nicht. Ist ein bisschen zerknittelt vorne, aber zum Entdecken der Person ist es allemal gut genug. Und ja, in diesem Buch soll es auch um jemanden gehen, um eine Frau gehen, die ja ein verrückter, liebenswerter Typ ist und die sich praktisch die Herzen der Leser erobert. Und ich bin mal richtig gespannt. Es geht um ja eine Halbinsel, einen kleinen Ort, um zwei Mädchen, die da halt ihre Kindheit verbracht haben und einen Sommer lang Freunde waren. Und ja, dann passiert wohl einiges. Der ganze Ort soll ein riesen großes Hotel bekommen. Und naja, ich bin gespannt, was das Buch für mich bereithält. Und lass mich mal auf diese Autorin ein. Auch dieses Buch ist sehr dünn und ich glaube, dass man es auch, ja, das hat gerade mal so 188 Seiten und ich glaube, das kann man auch recht schnell durchlesen. Ja, und somit habe ich bei Rebuy auch alles zusammen für die Bücher 7,96 Euro bezahlt. Auch kein Geld für so richtig gute Bücher. Und letztendlich war ich dann noch im Buchladen und habe mir selber ein Taschenbuch gekauft. Das ist eine Geschichte, die mich auch sehr interessiert. Die ist von Tom Saller und ist im Ullstein Verlag erschienen. Und das Buch heißt Ein neues Blau. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Lilly. Lillys Mutter stirbt früh und der Vater Jakob kümmert sich rührend um sie. Aber ja, dass sie so ihre Bestimmung findet im Leben, das passiert eigentlich erst, als sie Günther von Pechmann kennenlernt. Er ist Direktor der königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin. Und sie merkt ganz schnell, dass Porzellan ihre Welt ist, ihre Welt, ja, die sie ihr Leben lang begleiten wird. Aber die Nationalsozialisten kommen an die Macht und Lilly muss aus Berlin fliehen. Dann gibt es einen zweiten Strang, der spielt 50 Jahre später. Da lebt Lilly auch wieder in der Nähe von Berlin, nämlich in Charlottenburg. Und sie lebt ganz zurückgezogen in ihrem Haus mit einem japanischen Garten und spricht eigentlich über ihr vergangenes Leben in keinster Weise. Eines Tages bekommt sie eine neue Haushaltshilfe, eine junge Frau namens Anja. Und die beiden fangen wohl an, sich ein bisschen anzufreunden. Und Stück für Stück öffnet sie sozusagen ihr Herz und erzählt ihre Geschichte. Also das ist auch wieder ein Buch, was mich total interessiert. Es spielt zur Zeit der Nationalsozialisten und beschreibt wieder das Schicksal einer Frau und sozusagen auch auf zwei Zeitebenen und was sie alles durchgemacht hat. Ich bin gespannt. Ja, Leute, das waren meine Neuzugänge für den Monat April. Es sind doch wieder mehr geworden, als ich eigentlich wollte. Aber ich sag ja, wenn man einmal dem Sale verfallen ist und zumal es Bücher sind, die ich auch richtig gerne haben wollte, die meisten davon, bin ich doch glücklich, dass ich letztendlich so gute Bücher für so wenig Geld bekommen habe. Und ja, diese Bücher werden mir auch tolle Lesestunden wieder bringen. Ich bin gespannt, wann ich die Bücher lese, weiß ich noch nicht, aber wie gesagt, man hat ja genug Zeit, der Sommer kommt, hoffentlich, und man wird wieder mehr draußen sitzen und ich liebe es, abends oder am Spätnachmittag einfach draußen eine Stunde zu sitzen und zu lesen und ich freue mich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht kennt ihr ja auch wieder das ein oder andere Buch und habt es schon gelesen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch inspirieren konnte, euch auch vielleicht mal das ein oder andere Buch anzugucken. Und wenn ihr wollt, seid ihr vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich sage Tschüss, macht's gut,
Wir sehen uns.